Hallo Herr Bock, herzlich willkommen in Dresden. Schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Und vielen Dank vor allen Dingen, dass Sie uns heute ein paar Fragen beantworten. Ja, ich würde auch direkt mit der ersten einsteigen. Gerne. Sie waren die erste Krankenkasse, die eine Online-Geschäftsstelle hatte. Sie haben als erstes eine Bewegungs-App für Ihre Mitglieder eingeführt und Sie sind zur internetaffinsten Krankenkasse gewählt worden. Was ist Ihre Motivation, um mit den digitalen Gesundheitsangeboten immer an der Spitze zu sein? Also wir befinden uns ja im Grunde mitten in der Digitalisierung. Das kann man ja spüren auf allen Ebenen, kann man an ganz vielen Punkten erkennen. Und von daher ist sozusagen so die persönliche oder die eigene Motivation, auch immer wieder Dinge auszuprobieren, sozusagen diese Chancen, die Digitalisierung bietet, auch wirklich zu nutzen, auszuloten, was geht. Und dann ist es auch so ein bisschen Lust am Experimentieren. Mhm. Also natürlich zu sozusagen dem Anspruch, als Innovationsführer aufzutreten, auch immer mit dazugehört. Und haben Sie ein Beispiel für uns, wie sich ein digitaler Bereich in den letzten Jahren entwickelt hat und welche Effekte damit für die Barmer verbunden waren? Für mich persönlich ist am allerinteressantesten die Entwicklung unseres Facebook-Auftritts. Wir sind vor 2,5 Jahren etwa gestartet und haben uns diesen gesamten Facebook-Auftritt nochmal angeguckt, der bis dahin eher so ein, ja, so am Rande mitgelaufen ist. Ne? Also wir hatten damals etwa 30.000 Fans, was für eine große Krankenversicherung nicht sehr viel ist, haben das aber auch nicht wirklich quasi im Fokus gehabt, sondern haben das ein bisschen mehr so laufen lassen, so ein bisschen als Kanal für Anfragen, die vielleicht von den Versicherten kamen. Wir haben uns es dann nochmal sehr genau angeguckt, sehr strategisch angeguckt, sehr aus Zielgruppenperspektive angeguckt. Wir haben die gesamte Kommunikation völlig verändert in diesem Facebook-Kanal und haben heute etwa 160.000 Fans auf der Facebook-Seite und sind damit, wenn ich das richtig überblicke, zurzeit die Versicherung in Deutschland mit dem stärksten Fanwachstum. Wohin soll die digitale Reise der Barmer gehen? Also wie könnte beispielsweise die Customer Journey der Barmer in Zukunft aussehen? Kunden werden in Zukunft ganz andere und viel schnellere Zugangswege zu uns finden. Also die Beispiele, also wo wir quasi schon auf einem guten Weg sind, das Beispiel Service-App, sowas wird sich ausweiten. Das wird sich nicht nur auf einzelne Angebote beziehen, sondern es wird wahrscheinlich schon in nicht allzu ferner Zeit, vielleicht 5 Jahren, ein komplettes Angebot sein, dass ich sozusagen darüber meine kompletten Angelegenheit mit der Krankenkasse abwickeln kann. Und ich bin eigentlich überzeugt davon, dass es einmal diese technische Entwicklung geben wird, die einfach nochmal viel mehr Möglichkeiten gibt. Aber also ich glaube eben mindestens so spannend wird die gesellschaftliche Entwicklung oder das Verhalten der Menschen sein, mit dem wir uns da konfrontiert sehen. Und ich bin da eigentlich sehr optimistisch, weil letztendlich liegt es auch so ein Stück weit in der DNA der Barmer, nämlich ihre Versicherten sehr individuell zu sehen. Wir kommen aus einer Tradition mit sehr vielen Geschäftsstellen, also wo jeder quasi noch so seinen persönlichen Berater kennt. Und ich glaube, das kann man in einer digitalen Welt auch übersetzen. Also das heißt dann eben nicht mehr, dass ich vor einem Schreibtisch stehe mit einem persönlichen Berater, aber dass persönliche Nähe oder Nähe insgesamt quasi über digitale Kanäle abgebildet werden kann. Da sind wir, glaube ich, schon ziemlich dicht davor. Und da wird es einfach ganz neue Formen geben. Wir müssen im Grunde es nur schaffen, dass wir immer wieder diese Touchpoints auch schaffen. Und die müssen dann eben digital sein.